Mit Alien Romulus bringt Regisseur Fede Alvarez den inzwischen 7. Teil des Alien-Franchises in die Kinos. Das ist für uns natürlich der perfekte Moment, um nochmal alle Filme der Reihe durchzugehen und die Tops und Flops zu küren. Natürlich bei Was mit Film. Hallihallo und herzlich willkommen bei Was mit Film. Liebe Antje, in welcher Form findest du den Xenomorph schlimmer? Wenn er noch diese eklige Handkrabbe ist oder dann später mit dem ausgewachsenen langen schwarzen Kopf? Ich bin ja generell jemand, mir machen ja Dinge mehr Angst, wenn ich sie nicht einschätzen kann, als wenn ich sie einschätzen kann. Also wenn sie ein Killer, der eine klare Motivation hat, den finde ich nicht so creepy wie ein Killer, der einfach wahllos irgendwelche bösen Sachen anstellt bzw. Menschen tötet. Und deshalb würde ich sagen, dass die erste Variante. Also, die Hand, ne? Ja, irgendwie schon. Ich auch. Ich finde es so ekelhaft, auch dass sie... wie hier auf dieser wunderschönen Alien-Postkarte nochmal zu sehen, sie ja dann wirklich diesen Schlauch oder Schwanz oder was auch immer es ist, in den Mund einführen der Person, die sie da mit ihren ekligen Spinnenfingern umgreifen. Finde ich eine ganz eklige Vorstellung. Und sieht man ja auch im Trailer zu Alien Romulus, da werden einige Schläuche in Münder gesteckt und Gesichter umarmt. Also darauf freue ich mich schon mal besonders nicht in Alien Romulus, aber auf alles andere schon. Wollte ich gerade sagen, wir besprechen ja heute einmal komplett die Alien-Reihe im Schnellverfahren, würde ich sagen, weil bei so einer großen Filmreihe reichen oder wird man wahrscheinlich allen Filmen erst so richtig gerecht, wenn man über 3 Tage über die Filme redet. Wir machen das heute im Hinblick auf den Kinostart von Alien Romulus, dem insgesamt 7. Film aus dem Alien-Franchise. Dafür haben wir uns alle Filme noch einmal angeguckt, beziehungsweise teilweise das erste Mal angeguckt. Und wollen jetzt mal so ein bisschen darüber sprechen, wie sich die Alien-Reihe denn entwickelt hat. Weil man muss ja sagen, da kann ich, glaube ich, aus unserer beider Warte sprechen, vom stärksten Film, dem ersten, hin zum schwächsten, nämlich dem 6. Alien Covenant. Und jetzt kommt von Fede Alvarez, der Regisseur hinter Don't Breathe und hinter dem Evil Dead Remake beispielsweise, kommt jetzt ein Film, der interessanterweise ja nicht nach Alien Covenant spielt, sondern zwischen Alien 1 und 2. Und das, finde ich, ist schon mal eine sehr interessante Idee und erinnert, finde ich, so ein bisschen an Saw X. Ja, verstehe. Aber was gleichzeitig interessant ist, ist, dass wohl Ripley nicht mehr dabei sein soll. Stattdessen, man weiß es natürlich immer nicht, vielleicht ist es am Ende doch so, aber stattdessen soll Alien Romulus auf einer Deleted Scene aus Aliens die Rückkehr basieren. Oh, in dieser Deleted Scene sieht man nämlich einmal kleine Kinder durchs Bild laufen. Und Fede Alvarez hat sich dafür so interessiert, was aus diesen Kindern wohl wird, was es mit den Kindern auf sich hat, die, wie gesagt, in der Kinofassung gar nicht dabei sind. Und auf Basis dieser Deleted Scene soll jetzt Alien Romulus entstanden sein, mit der Hilfe übrigens von James Cameron, der ihm beim Drehbuchschreiben geholfen haben soll. Okay, da vermute ich fast, dass wir vielleicht ein bisschen was über die Backstory von Newt hier erfahren oder dass dieser Charakter vielleicht auf irgendeine Art und Weise nochmal vorkommt, der ja sehr zentral ist in Aliens die Rückkehr. Leider. Ich finde nämlich, dass es eine sehr nervige Figur ist, die ja dann in Aliens 3 nach 5 Minuten auch schon weggekillt wird, damit das keine Rolle mehr spielt. Aber als ich den finalen Trailer für Alien Romulus gesehen habe, musste ich ein bisschen schmunzeln, weil es ja wirklich der Plot von Don't Breathe ist. Man hat diese Jugendlichen, die irgendwie jetzt, obwohl sie eigentlich guten Herzens sind, einen Überfall da oder einen Einbruch auf dieser Station machen müssen, um sich ein besseres Leben zu ermöglichen. Und zack, da kommt ein Killer, ein Alien-Killer und dezimiert sie nacheinander. Ich habe total hohe Hoffnung, weil ich finde, dass Fede Alvarez ein richtig toller Horrorregisseur hat, der genau die Qualitäten hat, die ich mir für Aliens oder für Alien vorstelle, nämlich irgendwie das Mysterium, um eine bedrohliche Figur irgendwie aufzubauen und aber auch diese räumliche Übersichtlichkeit. Wenn ich an das Haus in Don't Breathe denke, glaube ich, dass sich das total gut übertragen lässt auf eine Raumstation in Alien. Deswegen, ich erwarte mir sehr viel davon und dass vielleicht mein gebrochenes Alien Covenant Herz ein bisschen wieder geheilt werden kann von Alien Romulus. Du hast jetzt gerade schon Fede Alvarez zu Recht als Horrorregisseur hervorgehoben, was ja auch Sinn macht, weil er durch seine Horrorfilme diesen Stellenwert erreicht hat, den er jetzt mittlerweile hat, auch wenn er ja zum Beispiel dann sowas gemacht hat wie diesen
nicht diese vermeintliche Verblendung, Fortsetzung. Ja, The Girl with the Dragon Tattoo, ich weiß nicht mehr, wie er auf Deutsch heißt, den hat er ja zum Beispiel auch gemacht und der war leider nicht so gut. Aber zum Beispiel an Don't Breathe 2 war er ja glücklicherweise gar nicht beteiligt. Also offenbar hat er ja schon ein Gespür dafür, was er inszenieren sollte und was nicht. Aber du hast Horrorregisseur genannt, jetzt würde mich mal interessieren, wie sehr ist denn Alien für dich Horror? Weil man kann ja immer so ein bisschen darüber streiten, ist es jetzt Horror, ist es Science Fiction? Und da ist ja insbesondere der erste Teil der, der diese Frage bei Diskussionen sehr, sehr gerne aufwirft. Und ich muss gestehen, ich habe den Film jetzt 3 oder 4 Mal geguckt. Ich hatte sogar das Glück, ihn bei einer Wiederaufführung im Kino zu sehen. Oh, schön. Und ich finde, das ist super schwer. Also wenn ich meine Filmsammlung zu Hause nach Genres sortieren würde, würde ich daran verzweifeln, würde ich wahrscheinlich meine Alien-Box wegschmeißen aus Frustration, weil ich nicht wüsste, ob ich sie bei Sci-Fi oder bei Horror einsortieren soll. Also 1, 3 und 4 würde ich auf jeden Fall in Horror einordnen. 2, Prometheus, Covenant eher bei Science Fiction. Aber ja, du hast recht, es ist immer so ein... Also ich finde, Aliens Rückkehr hat eigentlich fast gar keine Horroranteile mehr. So. Ich finde aber der erste Teil auf die Art und Weise, wie er inszeniert ist, wie er gefilmt ist, wie die Beleuchtung ist, aber auch was den Body-Horror angeht, finde ich, sind da schon ganz eindeutig, oder wie sagt man, Space-Horror-Anteile in diesem Film drin. Wohingegen Aliens 4, finde ich, ja eher auf der Splatter-Ebene ein Horrorfilm ist. Genau, also ich genau, finde, da ist er inhaltlich ja schon sehr an Science-Fiction, wenn es um Klonen geht und so weiter. Und man aber gleichzeitig, der Fokus liegt ja sehr, sehr stark auf der geklonten Ripley und darauf, wie sie sich in dieser Welt zurechtfindet und man nie so genau weiß, sie balanciert sehr, sehr gekonnt auf diesem schmalen Grat zwischen sie ist die Böse und sie ist aber ja eigentlich die Heldin aus den anderen Filmen und das macht sie total gut, weil Sigourney Weaver das wirklich hervorragend spielt. Aber so richtig krasse Horrorelemente hat er meiner Ansicht nach nicht, von den Splatter-Momenten abgesehen. Also ich finde da, wenn ich an die ganzen Action-Szenen da auch im Wasser und so weiter denke, das ist dann für mich doch eher Action, Sci-Fi Action, würde ich es nennen, mit Splatter-Elementen. Ja, ich finde aber auch dieses Grundprinzip, das ja fast in allen Filmen gleich bleibt, dieses, man hat da so 10 Figuren und dann werden es nach und nach weniger und am Ende überlebt nur Ripley oder manchmal nicht mal Ripley. Das ist ja doch irgendwie so ein typisches Horror, ja eigentlich fast Slasher-Motiv, so auch wenn jetzt Alien mit Slasher nicht viel zu tun hat. So. Aber klar, dieses stetige Dezimieren und auch die Räume werden immer kleiner. Am Ende von Alien 1 hat man ja Ripley nur noch in diesem kleinen Notfallkapsel, wo das Alien sich dann noch dranhängt und so. Ich finde, also die Horror-Tropes sind auf jeden Fall da. Wie fandest du es, ich habe jetzt Alien 3 und 4 das erste Mal gesehen, wie fandest du die Entscheidung, Ripley in Alien 4 zurückzubringen, wo sie ja eigentlich einen sehr, sehr symbolischen Tod stirbt in Alien, am Ende von Alien 3, weil das ja sowas ist, das wirft man ja heutzutage gerne großen Blockbuster rein vor, Marvel, dass sie so inkonsequent sind, dass sie so eine inkonsequente Welt oder so eine gewisse Inkonsequenz einfach zulassen, weil man sich behelfen kann mit Figur X ist doch noch nicht tot, da haben wir ein anderes Universum. Also das ist ja ein gern genommener Kritikpunkt an Blockbuster, dass da überhaupt keine dramatische Fallhöhe ist, weil man weiß, dass die guten Figuren sowieso überleben. Und eigentlich hatte ich die Alien-Reihe bislang als wirklich sehr konsequent aufgefasst und fand es immer... Hab immer mitgefiebert, ob Ripley das diesmal schafft. Und dann ist sie eben am Ende von Teil 3, stürzt sie in den Tod. Und dass sie dann auch bei Teil 4 wieder auftaucht. Ich habe das so ein bisschen zwiegespalten aufgenommen. Wie hast du das gesehen? Ich finde, wenn man es macht, so einen Charakter wiederholen, dann muss man es auch zum Thema des Films machen. Mhm. Und ich finde, das ist bei Alien 4 der Fall. Das stimmt. Wenn ich jetzt zum Beispiel an Game of Thrones denke, wo Jon Snow ja nach einem epischen Tod in der nächsten Staffel wieder aufersteht und dann so, ja, huch, hallo, ich bin wieder da und das einfach so gar keinen Effekt hat auf die Geschichte, da fand ich es dann sehr verschenkt. Aber Alien 4 hat ja gerade dieses Thema, Ripley findet dieses Labor mit diesen anderen missgestalteten, anderen Klonversionen von sich selbst und ist davon so total schockiert und traumatisiert. Ich finde, der Film arbeitet total damit, dass sich Ripley fragt, was sie jetzt überhaupt ist, ob sie die originale Ripley ist, ob sie eine
was sie mit dem Alien verbindet, ob sie das Fremde ist und so. Ich finde, das steckt da eigentlich alles drin. Deswegen, also toll ich es auch eigentlich finde, dass Alien 3 einfach so hammerhart, sinnlos teilweise auch Figuren einfach wegkillt und sagt, so, das ist jetzt einfach so, finde ich das in Alien 4 gut gelöst. Ja, ich glaube, die Alien-Reihe ist eine Reihe, die das hergibt. Also es gibt auch noch eine andere Reihe, der ich damals sehr, sehr gut verzeihen konnte, dass eine vermeintlich tote Figur wieder aufersteht. Das ist nämlich Kingsman. Weil in Kingsman 1 stirbt ja die Figur von Colin Firth und in Kingsman 2 ist er ja wieder da, aufgrund dessen, dass es so ein neuartiges Gehirnsicherungssystem irgendwie gibt. Und das passte aber von der Absurdität und von der Überhöhung, die die Kingsman-Reihe in sich trägt, passte das total gut. Also wenn man einer Reihe das verzeiht, dass sie, man muss es gar nicht verzeihen, wenn man einer Reihe das abnimmt, dass eine Figur nach einem vermeintlichen Tod wieder auftaucht, dann ist es, finde ich, tatsächlich Alien oder eben Kingsman, um da den Vergleich beizubehalten. Was ich finde, was auch noch anhand der Alien-Reihe so eine Sache ist, die man heute auch vor allen Dingen Marvel beispielsweise zuschreibt, die Alien-Reihe war ja schon eine der ersten Reihen, die sehr krass gewildert hat in der Auswahl von Regisseuren. Mhm. Und wenn man mal daran denkt, Teil 1 Ridley Scott, Teil 2 James Cameron, Teil 3 David Fincher, Teil 4 Jean-Pierre Jeunet, das ist so eine extreme Bandbreite. Und was man den Marvel-Filmen gerne abspricht, nämlich dass die Regisseure ihre Duftspur hinterlassen dürfen. Mhm. Ich finde, mit Ausnahme von Jean-Pierre Jeunet, aber da darfst du mich gleich aufklären, weil ich weiß, dass du den Film sehr gerne magst, finde ich, merkt man an den anderen drei Filmen schon, dass da unterschiedliche Leute gesessen haben, die so ihre Art von Filmemachen einbringen durften. Wie siehst du das beim vierten? Und das ist jetzt interessant, weil ich finde, der vierte hat fast noch die stärkste Handschrift, dadurch, dass der so übel rausfällt, auch stilistisch. Aber also, Jean-Pierre Jeunet ist ja dann doch eher für seine Arthouse-Filme bekannt. Ja, aber er hat ja quasi den halben Cast aus Stadt der verlorenen Kinder erstmal direkt mitgenommen ins Alien-Universum. Also der Film, den er davor gemacht hat. Wir haben hier Ron Perlman, wir haben Dominique Pinon, heißt er, glaube ich. Dann haben wir ständig dieses ganz weitwinklig an den Gesichtern drankleben. Man hat auch diese haptischen Effekte. Am Ende wird ja dieses Alien durch ein winzig kleines Loch rausgesaugt ins Weltall, bis es nur noch so ein klapperndes Skelett ist. Dann hat man auch tatsächlich dieses super künstliche CGI, diesen super künstlichen CGI-Ansatz, aber auch diese grünliche Beleuchtung. Am Ende sind wir irgendwie in Paris sogar, sind am Eiffelturm. Ich finde, der hat total diesen französischen, wie sagt man, Cinéma du Look-Einschlag, den Jean-Pierre Jeunet in Delikatessen oder in Stadt der verlorenen Kinder, aber auch in Fabelhafte Welt der Amelie noch ein bisschen beibehält. Okay, mir fehlt da tatsächlich so ein bisschen das Wissen rund um die Filme von Jean-Pierre Jeunet, außer dass ich Amelie natürlich kenne. Aber gut das zu wissen. Welcher Film, finde ich, ebenfalls eine sehr eigene Identität hat, ist Prometheus. Oh ja. Und das haben die Zuschauerinnen und Zuschauer dem Film ja durchaus zur Last gelegt. Wenn man an Prometheus denkt, dann habe ich in erster Linie sehr negative Stimmen in Erinnerung, weil der kam ja extrem oder wurde extrem gespalten aufgenommen. Und ich muss sagen, ich gehöre zu denen, die Prometheus sehr mögen. Yes, Antje, wir sind ein Team. Sehr gut. weil ich sag ganz ehrlich, Prometheus ist ja schon ein Laberfilm. Die reden viel, die philosophieren viel. Es passiert im Vergleich, nehmen wir jetzt tatsächlich mal so ein Alien 4, das ist ja die komplette Antithese von Alien 4. Aber ich mag das total. Ich finde, dass Prometheus der ganzen Reihe noch eine ganz neue Facette gibt. Und ich finde den Film so elegant und so auch wirklich philosophisch und kann total da mitgehen mit dieser sehr, sehr ruhigen und ja, sehr, sehr, ich glaube, elegisch sagt man, Atmosphäre. Das finde ich total toll. Gehe ich total mit. Und ich finde, dass der Film das auch stilistisch total mitbringt. Also diese super weiten, super leeren, super sterilen, klinischen Bilder. Also ich finde, das ist ein Film, der total dieses Gefühl von Einsamkeit einfängt. Auch weniger das Gefühl, wirklich gejagt zu werden oder so. Also deswegen finde ich, das hat fast gar nicht so viel. Es hat irgendwie eine Alien-DNA, dieser Film, aber stilistisch, formal finde ich die gar nicht so ähnlich eigentlich. Ich glaube, man sieht in dem Film auch am wenigsten von den Aliens tatsächlich. Eigentlich ja wirklich nur diese letzte Einstellung, wo dann dieses alien-ische Wesen nochmal da irgendwo rausschlüpft. Aber sonst ist es ja wirklich eher ein Film, der sich mit dem Ursprung der Menschheit, mit diesem, wer ist der Schöpfer, wer ist das Geschöpf, auseinandersetzt. Auch dadurch, dass ja Michael Fassbender als Android so eine große Rolle spielt im Film. Ich habe eigentlich das Gefühl, Ridley Scott hat sich so ein bisschen für was anderes interessiert und das noch so ein bisschen ins Alien-Universum reingefrickelt. Aber für mich hat das gut funktioniert.
Im Gegensatz zu Alien Covenant, wo man merkt, ah, okay, irgendwie hat er sich scheinbar doch gar keine Gedanken gemacht. Und das ist, finde ich, wirklich für mich so ein schlimmes Drama, dass Alien Covenant Prometheus so entwertet rückwirkend, indem er Naomi Rapace ja auch dann irgendwie im Off wegkillt, irgendwie so sagt, ja, Michael Fassbender hat, keine Ahnung, ich habe dich, glaube ich, umgebracht, weiß ich auch nicht. Also, wo ich denke, okay, das Mysterium, das Prometheus umgibt, weil ich habe den Film auch immer noch nicht hundertprozentig verstanden. Ich weiß gar nicht, was diese Kreatoren oder Architekten oder wie diese weißen Wesen heißen, was genau ihr Plan ist. Alien Covenant sagt das dann irgendwie sehr eindeutig und es ist einfach blöd. Und ich wünschte mir eigentlich, Prometheus würde noch für sich stehen und wir hätten dieses Sequel nie bekommen. Dann wird mir Prometheus jetzt noch viel besser gefallen. Ja, ich glaube, das Problem an Alien Covenant ist, dass man merkt, dass Ridley Scott die Leute zum Schweigen bringen wollte, die sich an Prometheus gestört haben, weil er ja alles komplett konträr dazu macht. Es gibt ja wirklich wieder sehr viel Action, es gibt wieder sehr, sehr viel Alien einfach. Also wir haben ja schon gesagt, in Prometheus ist wenig Alien, in Covenant ist wieder sehr viel Alien. Die Figuren sind wieder eher so rudimentär gezeichnet, labern auch nicht so viel und, seien wir ganz ehrlich, in Prometheus hat man versucht, das Handeln der Figuren einigermaßen nachvollziehbar zu gestalten. Mhm. In Covenant handeln alle super dumm. Ja. Und man hat so das Gefühl, dass Ridley Scott sich gedacht hat, ja, ihr wolltet nicht das, was ich mit Prometheus versucht habe. Ja, dann kriegt ihr jetzt das, was ihr vorher bekommen habt, nur halt in sehr, sehr viel schlechter. Weil ich finde auch, dass Alien Covenant auch so eine ästhetische Handschrift und so weiter fehlt, der sieht ja einfach aus wie, pardon, hingerotzt. Also ja. der hat keinerlei Gespür für Ästhetik gehabt oder irgendwie einen ansprechenden Score. Apropos, unser Soundtrack der Woche ist natürlich der Original Alien. Und ja, das ist an Alien Covenant so schade. Und ich traue aber Fede Alvarez eben zu, dass er sich da wieder einbringt, dass er sich dann eher einordnet bei einem Cameron, einem Jeunet oder einem Fincher und halt dann, oder einem frühen Ridley Scott meinetwegen. Wobei ich weiß nicht, wie du das siehst, aber Ridley Scott ist für mich ein Regisseur, der eigentlich keine eigene Handschrift hat, sondern der sehr einfach so ein klassischer Handwerker ist. Im besten Sinne, alles cool. Aber dass sich Alvarez da bei den Filmern einreiht, die ja schon eine eigene Handschrift haben. Und du hast ja schon gesagt, der Trailer deutet ja darauf hin. Und hoffentlich auch, was das Handgemachte angeht. Also das fand ich auch so schlimm an Alien Covenant, diese ganzen CGI-Tentakel da vor mir zu sehen. Ich hoffe wirklich auf einen Xenomorph in einem richtigen Xenomorph-Kostüm. Da kann ich dir dahingehend Hoffnung machen, als dass Fede Alvarez die Effektleute von Aliens die Rückkehr für diesen Film engagiert hat. Oh. Und die haben im Vorfeld halt gesagt, wir haben viele haptische Effekte uns überlegt, wir haben viele haptische Sets gebaut vor allem. Und es könnte ein Indiz dafür sein, dass das alles gar nicht so schlecht wird. Das ist schön. Und jetzt, wo du Aliens die Rückkehr gerade nochmal sagst, diesen Film haben wir jetzt so ein bisschen ausgespart. Was mir eigentlich ganz richtig ist, weil ich den überhaupt nicht mag, hast du noch einen besonderen Take zu Aliens die Rückkehr, der ja eigentlich so als großes Action-Meisterwerk auch gilt? Ich finde, es ist für mich der Film, der am wenigsten tatsächlich Alien in dem Sinne trifft, sondern der wirklich in erster Linie ein Actionfilm ist und der auch funktionieren würde, ohne dass das Alien der Antagonist wäre. Multipliziert sich für dich der Grusel in den Alien-Filmen mit der entsprechenden Anzahl von Aliens? Eben gar nicht. Überhaupt nicht, oder? Ja. Es ist viel gruseliger, wenn es wirklich um ein Alien geht und es müssen immer weniger Aliens sein als die Crew. Genau, das denke ich auch. Und die ballern ja wirklich in Aliens, die Aliens weg, als wäre das nix so. Und ich denke, okay, das eine Viech, der eine Xenomorph im ersten Teil hatte so ein Gewicht und irgendwie, wenn man den erschossen hat, dann ist irgendwie erstmal das komplette Raumschiff durchgeschmort, weil sein Blut aus Säure ist oder so. Und im zweiten Teil, da, keine Ahnung, wie viele Xenomorphe werden da erschossen? 100 oder so. Ich finde, das hat dann gar kein Gewicht mehr. Sie versuchten das dann so ein bisschen auf diese Alien Queen zu münzen, zu sagen, ja, das ist die wirklich böse. Ja, das ist ja lame. Aber das ist super lame. Die sieht auch scheiße aus. Dann gibt es am Ende diesen Kampf, wo Ripley in diesem Avatar-Mecker drin ist und dann so super lahmarschig gegen die kämpft. Also ich kann dem wirklich leider gar nichts abgewinnen. Aber das muss ich doch einmal kurz zeigen. Es war die erste Blu-ray-Box, die ich mir in meinem Leben gekauft habe. Deswegen für mich sehr emotionales Stück. Die Nostromo-Box, die man... Wie die Türen von der Nostromo. Cool, das finde ich gut. Ne? Aber worauf ich mich freue... Haben sie kaputt gemacht? Nein. Aber worauf ich mich tatsächlich freue, das ist wirklich so ein kleines Detail, aber das ist mir jetzt nochmal in Alien 4 aufgefallen. Ich finde das cool, wenn Aliens schwimmen.
Und wenn sich die Action im Wasser abspielt. Und so albern das auch ist, wenn, ich weiß nicht, ist es Ron Perlman? Einer von denen lädt so extrem theatralisch sein Gewehr und schießt dann durch das Wasser, aus dem Wasser raus, in extremer Zeitlupe. Und ich will mehr Action-Szenen im Wasser sehen. Und ich finde, dass der Romulus-Trailer da auch schon so wieder ein bisschen Hinweis darauf gibt, es könnte nass werden in dem Film. Und vielleicht kommt dann ja die ein oder andere Szene bei raus, die mir dann auch gefällt. Und ich sehe halt allein schon aufgrund des Regisseurs und aufgrund dessen, dass man jetzt im Vorfeld schon viel gehört hat, wo man sagt, da haben sich die Leute wirklich Gedanken gemacht. Es ist ja auch ein sehr langer Zeitraum jetzt verhältnismäßig für Hollywood schon wieder vergangen zwischen Covenant und Romulus. Also warum sollte das nicht, es kann nicht schlechter sein als Alien Covenant. Ja, das ist allerdings leider wahr. Und ich bin aber ehrlicherweise auch froh, dass es mit dem Neil Blomkamp Alien-Film nicht geklappt hat. Ich glaube, das wäre es nicht gewesen. Das ist nochmal ein Thema für eine andere Folge über Filmprojekte, die nie zustande kamen, würde ich sagen. Sehr gut, das notieren wir gleich. Genau. Und ihr schreibt uns in die Kommentare, welchen Alien-Film ihr am besten und am schrecklichsten findet. Alien Covenant natürlich. Und wenn ihr das getan habt, dann gebt uns gerne einen Daumen nach oben, drückt den Abo-Knopf, den Glockentopf und unterstützt uns finanziell, wenn ihr könnt und mögt. Wie das geht, ihr findet es natürlich in der Videobeschreibung. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao.